Remedy hat gesagt, dass Alan Wake 2 jetzt schon von Anfang bis Ende spielbar sein soll. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 8. Kalenderwoche. Da wo Alan Wake's American Nightmare aufhört, soll es jetzt einfach mit Alan Wake 2 weitergehen und das dieses Jahr schon. Und von Anfang bis Ende soll das Spiel schon spielbar sein. Die Geschichte steht und auch das Gameplay drumherum. Und jetzt wird dann einfach wohl, dieses Jahr soll es herauskommen, also 2023, irgendwann im Herbst, so einfach vorm Weihnachtsgeschäft, schätze ich einfach mal. Bis dahin wird jetzt noch Feinschliff betrieben. Hier und da Fehler ausmerzen, vielleicht kann man da und dort noch etwas hinzufügen, was stimmungstechnisch einfach passt. Hat man jetzt noch einiges an Zeit übrig, bis es dann herauskommen soll. Viel wissen wir zu Alan Wake 2 oder viel wurde bisher zu Alan Wake 2 nicht gesagt. Und das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass bisher noch gar nicht viel groß Wirbel um das Spiel gemacht wurde. Also Remedy hält sich da ziemlich zurück. Die haben halt gesagt, hier, 2023 soll es rauskommen. Und jetzt ist es praktisch schon von Anfang bis Ende spielbar. Und es ist einfach mal ein Punkt. Nicht irgendwie groß noch ein paar Trailer und hier und da etwas Gameplay und dann... Oh, wir müssen es doch noch verschieben. Und dann zieht sich das vielleicht wieder 2-3 Jahre von der Ankündigung bis zur Veröffentlichung. Oder gar noch länger. Letztes Jahr kam die Ankündigung, dass Alan Wake 2 in der Entwicklung ist. Und wie genau, das war jetzt nicht so genau bekannt. Und jetzt haben wir eben in der vergangenen Woche die Info erhalten, dass das Spiel im Grunde schon steht. Und dass es dann, ja, nur noch fein geschliffen wird und dann erscheint. Und das ist, wie ich finde, eine ziemlich gute Variante. Einfach nicht viel drumherum erzählen, einfach mal machen und dann einfach rausbringen. Da denke ich auch an Life is Strange True Colors. Das wurde zu Beginn des Jahres angekündigt. Hier kommt dann Ende des Sommers, zu Beginn des Herbsts. Und dann kam einfach True Colors raus. Ohne irgendwie groß 2, 3, 4, 5 Jahre vorher um das Spiel zu reden. Einfach rausgebracht und... Life is Strange True Colors ist ja wunderbar geworden, wie ich finde. Noch besser wäre es, wie ich finde, wenn man eben sagen würde, hey, habe ich ja auch schon hier und da mal erwähnt. Wir entwickeln einen weiteren Ableger von Reihe X und das Spiel kommt in 3 Wochen raus. Also im Still und im Geheim einfach das Spiel entwickeln und dann von der Ankündigung bis zur Veröffentlichung einfach nur ein paar Wochen vergehen lassen. 2, 3 Wochen. Das wäre das, was ich als Entwickler machen würde, wenn ich es in der Hand habe. Gut, die Publisher, die haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden und da geht es ja auch ums Geld und um Marketing, aber ich finde das nach wie vor einfach die beste Variante. Einfach in Ruhe machen, sich nicht damit aufreiben, Zeit verschwenden, zu sagen, hey, jetzt haben wir das integriert und hier stehen wir gerade und guckt mal, so sieht's gerade aus. Nö, einfach im Stillen entwickeln und dann, hey, es kommt raus, ja und wann? In 2 Wochen könnt ihr spielen. Zack, das ist, wie ich finde, die absolute Meisterklasse, wenn es darum geht, ein Spiel zu entwickeln, anzukündigen und dann zu veröffentlichen. Aber ich finde ja schon diese Variante, die bei Life is Strange True Colors geschoben wurde, ziemlich gut. Zu Beginn des Jahres angekündigt und dann einfach ein halbes Jahr später rausgebracht. Ziemlich, ziemlich gut. Bin ja mal gespannt, wie Alan Wake 2 sein soll. Also Alan Wake und Alan Wake's American Nightmare hat mir ja sehr gefallen. Und dann knüpft das ja auch im Universum eben von Remedy an. Ich meine, gibt's ja noch Quantum Break und Control? Da stellt sich mir die Frage, sollte ich vielleicht wirklich erstmal Control spielen? Ich denke ja, bevor dann Alan Wake 2 drankommt. Und eigentlich könnten wir eigentlich nochmal das ganze Remedy-Universum aufrollen. Ich weiß, es ist ja noch gar nicht lange her, 2020 mit Alan Wake und eben Alan Wake's American Nightmare. Und dann hat es auch gar nicht lange gedauert, dann kam Quantum Break dran, die jetzt schon wieder zu wiederholen... Die haben halt spielerisch und geschichtstechnisch schon Laune gemacht, muss ich ja sagen. Also, da brennt's mir in den Fingern und womöglich mache ich das. Aber mal schauen. Was Remedy auch schon gesagt hat, man wird Alan Wake 2 verstehen können, ohne die beiden Vorgänger gespielt zu haben.
oder auch ohne Quantum Break und ohne Control gespielt zu haben. Ich denke mal, wenn aber das Remedy-Universum greift, wird man es einfach einfacher haben, gewisse Sachen zu verstehen oder einfach gewisse Sachen wiederzuerkennen und sich darüber zu erfreuen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Richtung, die ziemlich, ziemlich gut sein kann. Alles in allem bin ich einfach gespannt, wie das mit Alan Wake 2 wird und Control, darauf freue ich mich auch schon sehr. Mal gucken, wann und wie es soweit sein wird. Aber was erstmal soweit sein wird, ist, dass ich euch eine wunderschöne neue Woche wünschen werde. Habt einfach viel Spaß bei dem, was ihr tut. Vielleicht beim Remedy-Universum nachholen oder wiederspielen oder vielleicht beim Theorien ausdenken, was denn in den Remedy-Abenteuern so sonst noch passieren könnte oder passiert ist, denn das ist ja auch eine ganz große Stärke. Zwar auch etwas gemein, denn die sind nicht klar in ihrem Ende. Sie lassen genügend Spielraum, um einfach selbst den andere Spielerei Gedankenpalast anzuwerfen und eben Theorien zu spinnen. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.